Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch gerne ein Update geben zu meinen angefangenen Buchreihen bzw. auch zu den abgebrochenen Buchreihen und zu den Buchreihen, die ich seit dem letzten Update beenden konnte. Dieses Videoformat drehe ich ja einmal jährlich, immer im Dezember, und das hilft mir irgendwie ganz gut, den Überblick zu behalten über die Buchreihen. Ich finde das immer irgendwie ganz interessant, nochmal so ein bisschen das Revue passieren zu lassen, und hoffe natürlich, dass es für euch auch interessant ist, irgendwie nochmal zu gucken, was konnte ich alles so beenden, was habe ich gerade noch am Start, was habe ich vielleicht abgebrochen und so weiter. Und ja, zum Verlauf des Videos, ich werde gleich erstmal ein paar Daten und Fakten nennen. Danach nenne ich die abgebrochenen Bücher oder abgebrochenen Buchreihen. Dann geht es weiter zu den beendeten Buchreihen. Und zuletzt habe ich dann noch die Buchreihen, die ich derzeit noch angefangen habe und die ich noch weiterlesen möchte. Ich werde euch aber auch Timestamps unten in die Infobox packen. Dann könnt ihr euch durchklicken, falls euch jetzt zum Beispiel nur die angefangenen Buchreihen interessieren und der Rest nicht. Aber erstmal zu den Zahlen und Daten. Ich habe erstmal noch einen Vergleich zu den letzten Jahren, und zwar zu den angefangenen Buchreihen. Im Jahre 2020, das war das erste Jahr, in dem ich das halt eben auch gezählt habe, weil ich da halt eben das auch für das allererste Video in dieser Form dann gemacht habe, da hatte ich 73 angefangene Buchreihen. Also wirklich einiges an Buchreihen, und war mir persönlich damals auch ein bisschen zu viel. Ich habe das Ganze dann reduziert. Im Jahre 2021 hatte ich dann noch 42 angefangene Buchreihen. War also schon um einiges besser. Im Jahre 2022 hatte ich dann noch 27 angefangene Buchreihen. Und jetzt könnte man ja denken, okay, wenn es so weitergeht, habe ich irgendwann gar keine angefangenen Buchreihen mehr. Ah nee, ist das wieder ein bisschen hochgegangen. Ich bin jetzt, stand jetzt bei 38 angefangenen Buchreihen, also 11 mehr als im letzten Jahr. Finde ich momentan aber persönlich gar nicht so schlimm, weil ich, eigentlich mit den Buchreihen, die ich momentan angefangen habe, ziemlich zufrieden bin. Ich werde da natürlich später auch noch was zu den einzelnen Reihen sagen und sowas, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das trotzdem irgendwie ganz gut im Griff, auch wenn die Zahl halt eben ein bisschen hochgegangen ist. Ja, abgebrochen habe ich seit dem letzten Update 4 Buchreihen. Dazu habe ich dann noch 2 aus dieser Wertung, sage ich jetzt mal, herausgenommen. Das werde ich dann gleich noch erläutern, warum das der Fall ist und so. Und 21 Buchreihen konnte ich seit dem letzten Update beenden. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass ich noch eine auf jeden Fall dieses Jahr beenden kann. Aber es geht ja jetzt erstmal nur um, ja, das Update bis zu diesem Punkt sozusagen. Deswegen, ich werde natürlich bei meinen Challenges, die ich dann Ende des Jahres auflöse, werde ich dann auch nochmal die genaue Zahl nennen, wie viele ich dann insgesamt in diesem Jahr beenden konnte. Aber ja, das ist mal nur dazu. Und jetzt geht es, wie gesagt, weiter mit den abgebrochenen Buchreihen. Wie gesagt, das sind 4 Stück an der Zahl. Da habe ich nämlich einmal An Absolutely Remarkable Thing von Hank Green. Ich werde euch übrigens zu allen Buchreihen immer hier den ersten Teil der Reihe jeweils einblenden, weil das so das Einfachste ist. Ja, An Absolutely Remarkable Thing ist eine Dilogie. Ich hatte den ersten Teil vor Ewigkeiten gelesen. Vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Und hatte mir immer vorgenommen, den zweiten Teil irgendwann mal zu lesen. Dieses Jahr habe ich das endlich mal angefangen, aber dann habe ich nach, keine Ahnung, so 20% oder sowas gemerkt, dass mich die Geschichte überhaupt nicht mehr interessiert, und habe das halt eben abgebrochen und damit eben auch die gesamte Reihe. Dann Angel Fall von Susan E. Das ist eine Trilogie, da habe ich nur den ersten Teil gelesen, auch schon vor Ewigkeiten, auch schon ein paar Jahre her, und wollte ich immer irgendwie weiterlesen, aber ich habe jetzt einfach beschlossen, nee, ich werde das wahrscheinlich nie weiterlesen, deswegen habe ich diese Reihe jetzt abgebrochen. Gleiches gilt für Aurora Rising oder beziehungsweise den Aurora Cycle von Amy Kaufman und Jay Kristoff, auch eine Trilogie. Auch hier hatte ich bisher immer nur den ersten Teil gelesen und habe jetzt aber beschlossen, nee, ich werde da niemals weiterlesen, und dementsprechend breche ich das Ganze jetzt ab. Dann Six Crimson Cranes von Elizabeth Lim. Da hatte ich den ersten Teil tatsächlich auch dieses Jahr erst gelesen. Also eine aktuellere Reihe im Gegensatz zu den anderen davor. Ja, ich habe einfach den ersten Teil jetzt nicht so toll gefunden, und deswegen habe ich für mich dann beschlossen, dass ich den zweiten Teil nicht lesen möchte. Dann habe ich, wie schon eben erwähnt, 2 Reihen nachträglich aus der Wertung sozusagen jetzt rausgenommen, also die jetzt nicht mehr als angefangene Reihen zählen, nämlich einmal A Spindle Splintered von Alex E. Harrow. Das ist eine Dilogie,
Und zwar sind das so kleine Novellen. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass da nochmal was kommt. Also diese Welt hätte auf jeden Fall noch mehr Raum für noch mehr Bände irgendwie geboten. Aber da hat sich jetzt einfach nichts getan. Und deswegen, ja, werde ich das jetzt einfach im Nachhinein als abgeschlossen betrachten. Ich habe allerdings, ja, keinen von den Bänden in diesem Jahr gelesen. Also es war schon im Jahre 2022, dass ich die gelesen habe. Oder den zweiten Teil zumindest habe ich, glaube ich, in dem Jahr gelesen. Dementsprechend ist das sowieso für diese Wertung jetzt erstmal irrelevant, aber ich wollte es an dieser Stelle einmal erwähnen. Und ähnliches geht für Vespertine von Margaret Rogerson. Da ist es so, das Ganze ist halt eben ein Einzelband. Es hieß aber immer, es kommen noch Companion Novel, die eben in der gleichen Welt spielen. Aber das hat die Autorin mittlerweile zurückgezogen. Also jetzt mittlerweile heißt es, das Ganze ist jetzt wirklich nur noch ein Einzelband. Und dementsprechend werde ich das halt eben auch nicht mehr hier erwähnen. Aber ich wollte es einmal an dieser Stelle gesagt haben, dass das halt eben einfach jetzt aus dieser Wertung sozusagen rausgenommen wird. So, dann komme ich zu den Buchreihen, die ich seit dem letzten Update nicht abgebrochen, sondern abgeschlossen habe. Das sind, wie gesagt, 21 Stück und ich habe da auch nochmal geguckt. Da waren 11 Buchreihen dabei, die ich aus den Jahren davor auch schon angefangen hatte. Also 11 Buchreihen, die ich halt eben, ja, wo ich jetzt nur Teile in diesem Jahr gelesen habe. Und 10 von diesen 21 Buchreihen habe ich komplett in diesem Jahr gelesen. Ihr wisst, das ist ja allgemein etwas, das ich sehr, sehr gerne mache, also dass ich so Buchreihen wirklich am Stück lese. Und das, ja, zeigt sich hier halt auch, aber auch einiges Älteres habe ich tatsächlich hier endlich mal abschließen können. Unter anderem die erste Buchreihe, nämlich The Devouring Ray von Christine Lynn Herman. Auch das eine Buchreihe, die ich schon Ewigkeiten angefangen hatte. Ist eine Dilogie, da hatte mir nur noch der zweite Teil gefehlt und den habe ich in diesem Jahr jetzt endlich, endlich, endlich gelesen. War ganz okay, war ganz nice irgendwie, aber jetzt auch nicht so bahnbrechend. Und ich bin aber trotzdem ganz froh, dass ich diese Reihe jetzt endlich mal abgeschlossen habe. Gleiches gilt für The Bells von Donyell Clayton. Auch das ist eine Dilogie. Auch hier, erster Teil vor Ewigkeiten gelesen und auch hier habe ich den zweiten Teil jetzt endlich dieses Jahr beenden können. Man kann hier noch argumentieren, dass ja noch ein weiterer Teil herausgekommen ist. Der ist allerdings eher ein Spin-off, wird ja auch von einer anderen Protagonistin erzählt, die Geschichte, und ist quasi ja, glaube ich, sogar eine Geschichte, die zeitgleich zu der anderen, also zu der Dilogie irgendwie spielt, aber halt eben von aus Sicht einer anderen Protagonistin sozusagen. Aber das ist eben etwas, was mich nicht interessiert und deswegen, ja, betrachte ich das Ganze jetzt auch für mich als beendet, weil das halt eben auch nur ein Spin-off ist. Dann geht es weiter mit Carry On von Rainbow Rowell. Das ist eine Trilogie. Da hatte ich die ersten beiden Teile schon gelesen. Und ja, jetzt habe ich endlich das geschafft, den dritten Teil dieses Jahr zu lesen. Hurra, hurra, hurra. Bin ich auch sehr froh. Die Don't-Reihe von Lena Kiefer. Da hatte ich nur den ersten Teil bisher gelesen. Und Band 2 und 3 habe ich dann dieses Jahr beide so nacheinander weggesuchtet. Das ließ sich auch sehr gut wegsuchten, muss ich sagen. The Last Hours von Cassandra Clare ist die nächste Buchreihe. Da ja, lag es einfach daran, dass die Bücher noch nicht erschienen waren, dass ich das halt eben noch nicht beendet habe. Also bei der Reihe war ich immer, ja, quasi up to date. Also ich habe die Bücher immer kurz nachdem sie rausgekommen sind gelesen und so auch jetzt den dritten Teil, der halt irgendwann Anfang des Jahres war, das glaube ich, herausgekommen ist. Dann die Bright Falls-Reihe von Ashleigh Herring Blake. Auch eine Trilogie mit Companion Novels. Da fehlte mir auch nur noch der dritte Teil, der ja dieses Jahr herausgekommen ist. Und den habe ich auch dann vor kurzem schon direkt kurz nach Erscheinen gelesen. Also der kam, glaube ich, im Oktober raus und im November habe ich den gelesen oder so. Dann die Björnstadt-Reihe von Frederik Backmann. Da hatte ich, das ist auch eine Trilogie, da hatte ich den ersten Teil vor diesem Jahr gelesen. Und Anfang des Jahres habe ich dann irgendwann den zweiten Teil gelesen und ein paar Monate später dann den dritten Teil. The Extraordinaries von T.J. Clune, auch wieder eine Trilogie, bei der ich auch vorher nur den ersten Teil gelesen hatte. Und jetzt habe ich dieses Jahr dann den zweiten und dritten Teil gelesen. Dann Half a Soul von, wie heißt die Autorin noch gleich? Olivia Edward, genau. Half a Soul von Olivia Edward, dann hatte ich den ersten Teil letztes Jahr gelesen. Das war, glaube ich, sogar das allerletzte Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, also im Dezember 2022. Und ja, Band 2 und 3 habe ich dann eben dementsprechend beide dieses Jahr gelesen.
Dann die Scarlet Luck Dilogie ist eine Reihe, die ich komplett dieses Jahr gelesen habe, also beide Teile. Die Bücher sind allerdings auch schon wieder bei mir ausgezogen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Gleiches gilt für die Emmerdale Dilogie von Alexandra Flint. Auch die ist schon wieder ausgezogen, war irgendwie ganz nett, aber mehr auch nicht. The Spanish Love Deception zähle ich jetzt auch einfach mal als Reihe, weil das ja schon irgendwie so ein bisschen Companion Novel mäßig ist. Da hatte ich den ersten Teil letztes Jahr gelesen. Das war auch eines der letzten Bücher im Jahre 2022. Irgendwann im Dezember hatte ich das, glaube ich, letzten Jahres gelesen. Und ja, The American Roommate Experiment habe ich dann dieses Jahr gelesen. The Inheritance Games, das ist noch so ein kleiner Spezialfall. Da habe ich halt eben diese Trilogie jetzt eben nur in diese Bewertung mit reingenommen. Die zähle ich jetzt erstmal als abgeschlossen. Ich habe grundsätzlich Interesse dran, auch das Spin-Off noch zu lesen, aber ich werte das halt wirklich dann als Spin-Off und nicht als Band 4 und ich glaube, da kommt ja auch noch ein 5. raus. Also ja, ich zähle das so ein bisschen getrennt von der Trilogie. Vielleicht ist das ein bisschen gemogelt. Ich weiß nicht, könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das irgendwie so sehen würdet. Zählt ihr das mit zu der eigentlichen Reihe? Weil es ist ja schon so, dass das dann auch, glaube ich, aus der Sicht von anderen Charakteren geschrieben ist und ein bisschen thematisch irgendwie sich um andere Sachen dreht und so, obwohl es ja trotzdem auch die gleichen Charaktere irgendwie begleitet. Aber ja, für mich ist es trotzdem irgendwie eher ein Spin-off. Ach so, die Inheritance Games, da habe ich übrigens alle drei Teile dieses Jahr gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Dann Ari und Dante, so heißt, glaube ich, die Reihe. Das ist dieses Aristoteles und Dante Discover the Secrets of the Universe. Und der zweite Teil, Dive in die... Oh, wie heißen die noch? Aristoteles und Dante Dive into the Deep Waters of the World oder irgendwie sowas, ganz komplizierte Titel. Da habe ich beide Teile dieses Jahr gelesen. Dann die Knights-Reihe von Elena Kiefer. Da habe ich alle drei Teile dieses Jahr gelesen. Ist auch wieder eine Trilogie. Die Jahresprinzessin von Leni Wambach, eine Dilogie, bei der ich beide Teile dieses Jahr gelesen habe. Die Harbinger-Trilogie von Jennifer L. Armentrout. Das ist ja quasi das Spin-off zu Dark Elements, beziehungsweise ganz viele zählen das auch als Band 4 bis 6 von Dark Elements, weil das ja auch im Deutschen so erschienen wäre, als wäre das eine Reihe, aber ich ziehe das halt eben als einzelne Reihe, weil das auch im Original eine einzelne Reihe ist sozusagen. Dann Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber, auch eine Trilogie, eine wirklich tolle Trilogie, die ich komplett auch dieses Jahr gelesen habe. Die Hollywood Dreams Dilogie von Katinka Engel habe ich komplett dieses Jahr gelesen. Die Geister von New York, auch eine Dilogie, die ich komplett dieses Jahr gelesen habe. Und zu guter Letzt haben wir noch die One Last Reihe. Es ist eine Companion Novel Reihe aus dem New Adult Romance Bereich. Es ist eine Trilogie und da habe ich den ersten Teil schon vor ein paar Jahren gelesen. Ich glaube, das war 2021 oder so. Und Teil 2 und 3 habe ich dann dieses Jahr gelesen. Ja, das war's zu meinen abgeschlossenen Buchreihen. Und jetzt komme ich dann, wie gesagt, zu den Buchreihen, die ich Stand jetzt noch angefangen habe. Und das Ganze habe ich wieder so ein bisschen sortiert. Danach, ob ich diese Buchreihen jetzt schon beenden könnte. Und oder ob ich sie halt, ob ich dann noch warten muss, bis halt eben Folgebände erscheinen. Und dann habe ich es eben auch nochmal danach sortiert, wie viele Bände mir jeweils in den Reihen fehlen. Das ist natürlich alles immer auch irgendwie so Stand jetzt. Es ist immer so, dass ich bei den Reihen immer noch was ändern kann, dass dann noch nachträglich irgendwie bekannt wird, es kommen jetzt doch mehr oder weniger Bände raus oder es werden noch Reihen fortgesetzt, von dem man es vorher irgendwie gar nicht wusste und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das sollte irgendwie klar sein, dass das natürlich alles irgendwie Stand jetzt ist. So, dann geht's jetzt los mit den Buchreihen, die ich Stand jetzt eben schon beenden könnte, weil eben alle Bücher schon erschienen sind aus der jeweiligen Reihe. Und zwar lege ich los mit den Buchreihen, bei denen mir nur noch ein Band fehlt, um sie zu beenden. Da habe ich einmal She Who Became the Sun von Shelley Parker Chan. Das ist eine Dilogie, wo mir halt eben nur noch der zweite Teil fehlt. Und das ist so ein Buch, da muss ich einfach irgendwie in der richtigen Stimmung für sein, um dann dazu zu greifen, weil ich ja einfach die nötige Ruhe und Konzentration auch dafür brauche und sowas. Deswegen habe ich da einfach bisher noch nicht zugegriffen.
Und dann habe ich noch Legends and Lattes von Travis Baldry. Da ist ja vor kurzem ein Prequel zu erschienen mit dem Namen Bookshops and Bone Dust. Das ist allerdings auch noch gar nicht so lange draußen. Das ist irgendwie im November, glaube ich, erschienen. Also finde ich das da noch nicht so schlimm, dass ich die Reihe noch nicht weitergelesen habe. Ja, aber das werde ich auch irgendwann im nächsten Mal angehen, denke ich. Und das war es schon mit den Reihen, die nur noch ein Band offen haben. Also es waren jetzt nur zwei Reihen, was ich sehr, sehr schön finde, dass das halt eben nur so wenig sind mittlerweile. Dann geht es weiter mit den Buchreihen, bei denen mir noch zwei Bände fehlen. Das sind jetzt noch 7 Stück. Und ich kann dazu schon mal vorab sagen, dass das alles Buchreihen sind, die so aus Companion Novels bestehen. Also wo so jeder Band irgendwie so für sich eine abgeschlossene Geschichte darstellt. Und bei diesen Buchreihen ist es mir ja sowieso eigentlich meistens nicht so wichtig, dass ich die auch so direkt nacheinander dann lese. Also da finde ich es immer nicht so wild, weil da geht es immer nicht so um diese Kleinigkeiten, die man dann irgendwie vielleicht zwischendurch vergisst oder sowas und die dann in späteren Teilen irgendwie wichtig werden. Und ja, deswegen ist es hier für mich halb so wild, dass da noch ein paar offen sind. Und zwar ist die erste Reihe die A History of Us-Reihe von Jen DeLuca. Das ist eine 4-teilige Reihe, bei der ich halt eben die ersten beiden Teile gelesen habe. Im Deutschen sind da übrigens nur 3 Teile erschienen, aber im Englischen halt eben noch ein 4. Teil. Ja, den 2. habe ich tatsächlich dieses Jahr jetzt gerade gelesen. Also zumindest ein bisschen weitergekommen bin ich in dieser Reihe mal. Aber ja, 2 Bände fehlen mir immer noch, habe ich aber immer noch Bock drauf. Dann die Musai-Reihe von E.J. Mellows, heißt glaube ich der Autor oder die Autorin. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es Mann oder Frau ist. Auf jeden Fall ist das dann eine Fantasy-Trilogie, aber halt eben auch mit Companion-Novels. Der erste Teil war so ganz solide, war ganz nett. Deswegen habe ich einfach irgendwie noch nicht weitergelesen, weil es jetzt noch nicht so das mega Highlight irgendwie war, dass ich so extrem gehypt drauf bin. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich nicht abgeneigt, da weiterzulesen. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal noch mit auf diese Liste geschrieben. Allgemein, weiß ich nicht, muss ich natürlich auch immer gucken, ob die Lust auf die Bücher dann auch langfristig irgendwie anhält. Also gerade so diese Kategorie mit diesen Companion Novels, das ist eine Kategorie, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht im Laufe des Jahres ein bisschen aussortiere, wo ich vielleicht dann sage, okay, da habe ich jetzt doch irgendwie das Interesse dran verloren. Aber momentan habe ich es halt eben noch auf die Liste geschrieben. Dann Marvelous Light von Freya Mask. Auch das ist eine Fantasy-Reihe, die aus Companion Novels besteht. Und da fand ich den ersten Teil auch ganz nett. Und auch da ist es irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ich bin jetzt nicht super gehypt darauf. Wobei ich sagen muss, dass auch hier der 3. Teil erst im November erschienen ist. Also die Reihe ist noch gar nicht so lange komplett. Aber ja, zumindest den 2. Teil hätte ich theoretisch schon mal vorher lesen können. Aber wie gesagt, 2 Teile fehlen mir noch. Und ja, meine Lust ist so ein bisschen da, aber jetzt auch nicht mega groß, ehrlich gesagt. Dann die Vielleicht-Reihe von Caroline Wahl. Auch da muss ich sagen, also es ist auch wieder eine Trilogie, ersten Teil schon gelesen und auch hier ist es wieder so, ja, mal schauen irgendwie. Allgemein, New Adult Romance ist ja auch jetzt nicht sowas, was ich so häufig mittlerweile lese und dementsprechend ist es halt eben auch bei der Vielleicht-Reihe so ein bisschen, ich bin so ein bisschen auf der Kippe, was das irgendwie angeht. Das gleiche geht auch für die nächsten beiden Reihen, nämlich die, ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, die Love-Reihe von Marina Neumeier. Also der erste Teil heißt, glaube ich, Shape of Love oder so. Ich weiß gar nicht, wo steht denn der? Ich kann das von hier aus nicht lesen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich blende euch ja das Cover hier auch ein. Ja, da habe ich auch den ersten Teil nur gelesen. Ist auch eine Trilogie. Auch hier gilt wieder, ja, New Adult Romance. Mal schauen, mal schauen. Ich bin noch so ein bisschen unsicher. Und dann die Tales of Sylt-Reihe von Alexandra Flint. Auch hier New Adult Romance, auch hier Trilogie, nur den ersten Teil gelesen. Auch hier, ja, mal schauen, was so kommt. Ob ich da weiterlesen werde oder nicht. Aber ich lasse es mir halt erstmal noch offen. Aber ich glaube, ich werde mir auch so ein bisschen so ein Ultimatum setzen. Ich glaube, das wird so eine meiner Challenges für dieses Jahr, dass ich mir quasi für dieses Jahr dann so ein Ultimatum setze. Sowas ähnliches hatte ich ja jetzt für 2023 auch schon gemacht und wenn ich das vielleicht für nächstes Jahr dann auch nochmal umsetze, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und die letzte Reihe aus dieser Kategorie ist dann auch die Brown Sisters Trilogie von Talia Hibbert. Das ist auch Romance, allerdings halt eher so Adult Romance. Da habe ich den ersten Teil gelesen und der war ganz cute.
Und auch hier, irgendwie habe ich Interesse weiterzulesen, aber bisher hat es mich einfach noch nicht so sehr dazu gezogen. So, das war diese Kategorie. Dann geht es weiter noch mit einer einzigen Reihe, bei der mir noch 3 Bände fehlen, die ich aber jetzt auch beenden könnte. Allerdings bei dieser Reihe ist es halt eben auch so, dass ich die noch gar nicht so lange beenden konnte, beziehungsweise ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob der letzte Teil jetzt schon raus ist oder nicht. Auf jeden Fall erscheint der letzte Teil jetzt im Dezember. Und zwar ist es die Beautiful-Reihe von Renée Adier. Das ist eine 4-teilige Reihe. Den ersten Teil habe ich schon vor einigen Jahren gelesen. Das war so ziemlich kurz, nachdem der rausgekommen ist, was jetzt mit Sicherheit schon 4-5 Jahre her ist oder sowas. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Und ja, der 4. und letzte Teil wurde halt eben auch so ein bisschen verschoben. Also der sollte eigentlich schon irgendwann Anfang des Jahres rauskommen. Und dann wurde der halt auf Dezember diesen Jahres verschoben. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob der jetzt schon raus ist oder nicht. Ich werde ihn auch dieses Jahr definitiv nicht mehr lesen. Aber ich habe das auf jeden Fall mir schon vorgenommen, dass ich diese Reihe nächstes Jahr endlich mal angehen möchte. Dass ich diese Reihe jetzt endlich mal weiterlesen möchte und dann halt eben auch beenden möchte, sofern sie mir dann eben noch weiterhin gefällt. Der erste war aber damals schon ganz, ganz gut, muss ich sagen. So, dann geht's weiter mit den Buchreihen, die ich Stand jetzt noch nicht beenden kann. Also bei einigen bin ich auch momentan auf dem aktuellen Stand. Es gibt auch ein paar Buchreihen, wo mir noch mehr Bände fehlen als die, die noch nicht erschienen sind. Aber trotzdem muss ich mir bei den Buchreihen, die jetzt folgen, nicht so sehr einen Kopf machen, weil einfach ich sowieso die nicht beenden könnte. Ich fange hier auch wieder an mit den Buchreihen, bei denen mir nur noch ein Band fehlt. Das sind jetzt in diesem Fall noch 7 Buchreihen. Nämlich einmal die The Eldest Curses Reihe von Cassandra Clare und Wesley Chu. Das ist, wie heißt er noch, der erste Teil aus dieser Reihe? The Red Scrolls of Magic, so heißt der erste Teil. Das ist ja diese Reihe rund um Magnus und Alec. Und die wurde auch ewig schon, also der letzte Teil wurde ewig schon irgendwie hinausgezögert. Allgemein gab es ja bei den Büchern von Cassandra Clare so ein paar Verzögerungen. Also sowohl der letzte Teil von The Last Hours, der wurde verschoben. Dann ihr neuestes Buch Swordcatcher wurde ja auch ein paar Mal irgendwie verschoben. Also irgendwie war da was im Argen bei ihr. Und ja, irgendwie ist es aber trotzdem schon verdammt lang her, dass diese Reihe angefangen wurde. Ich glaube, der letzte Teil, dass der zweite Teil erschienen ist, ist jetzt, glaube ich, schon 2-3 Jahre her oder sowas. Und da hat sich irgendwie nichts getan. Ich hoffe, dass das vielleicht endlich mal nächstes Jahr abgeschlossen wird. Mal schauen. Dann die Crescent City-Reihe von Sarah J. Maas. Ja, bei dieser Reihe ist es so ein bisschen unklar, ob da noch was folgt und so. Aber die wurde ja erstmal als Trilogie ausgerichtet. Also, soweit ich informiert bin, hat Sarah J. Maas halt immer erstmal gesagt, das wird eine Trilogie. Und selbst wenn dann nachträglich noch irgendwie mehr dazu kommt, dann, ja, ist es halt einfach, dann kann ich das ja jetzt nicht wissen. Deswegen, ich gehe jetzt von dem jetzigen Wissensstand eben, wie gesagt, aus. Und da ist es halt eben, wie gesagt, eine Trilogie und der letzte Teil kommt ja jetzt Anfang 2024 heraus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und das werde ich dann auch wieder, sobald es herausgekommen ist, dann auf Englisch lesen. Dann Book of Night von Holly Black. Das ist eine Dilogie. Da hatte ich eigentlich irgendwie gehofft, dass der zweite Teil dieses Jahr rauskommt. Ist er jetzt aber nicht. Aber der soll dann irgendwann nächstes Jahr hoffentlich rauskommen. Ich glaube, da gibt es noch kein festes Datum oder so. Aber es soll nächstes Jahr rauskommen. Und dann geht's weiter nochmal mit Holly Black. Nämlich mit The Stolen Heir. Das ist ja dieses Spin-off zu The Cruel Prince. Und das ist auch eine Dilogie. Da ist der zweite Teil für nächstes Jahr auch schon angekündigt. Der soll nämlich im März sollte herauskommen. Werde ich dann auch natürlich direkt wieder lesen. Also auf Englisch kommt der im März raus, wann der dann auf Deutsch rauskommt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Dann geht's weiter mit Little Black Bird von Anna Kirchner. Das ist eine Reihe, die im Self-Publishing herauskommt und da ist auch noch gar nicht bekannt, wann da der nächste Teil herauskommt. Das ist übrigens eine Trilogie. Ich habe eben die ersten beiden Teile gelesen. Oder zumindest glaube ich, dass das eine Trilogie wird, weil das auch noch nicht so ganz hundertprozentig bekannt ist. Aber da das im Self-Publishing erscheint, ist es halt auch noch so ein bisschen unsicher, wann der dritte Teil rauskommt. Und beim zweiten Teil war das auch zum Beispiel so, dass das relativ kurz vorher erst überhaupt bekannt gegeben wurde. Deswegen, ja,
muss ich einfach abwarten, wann es da soweit sein wird. Dann vergiss mal nicht von Kerstin Gier, auch wieder eine Trilogie, bei der ich schon up to date bin, bei der ich schon die ersten beiden Teile halt eben gelesen habe und wo ich jetzt nur noch darauf warte, dass der dritte herauskommt. Ich hoffe, dass der irgendwann im nächsten Jahr herauskommt. Vielleicht zu Ende nächsten Jahres oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen. Mal schauen. Und dann The Way I Used to Be von Amber Smith. Das ist ja eine Dilogie, wo allerdings erst im Nachhinein der zweite Teil geschrieben wurde. Also eigentlich war das mal ein Einzelband. Jetzt gab es aber diesen großen Hype auf TikTok und dann hat die Autorin noch einen zweiten Teil dazu geschrieben. Ich habe auf jeden Fall, also ich habe den ersten Teil jetzt auch erst dieses Jahr irgendwann gelesen und habe aber auf jeden Fall Interesse daran, das zweite Buch zu lesen. Das kommt dann auch nächstes Jahr irgendwann, ich glaube, gleich schon im Januar oder sowas kommt das auf Deutsch heraus. Also relativ bald kommt das dann schon heraus. Im Englischen ist der zweite Teil tatsächlich schon erschienen, aber ich habe eben das erste Buch auf Deutsch mehr gekauft. Deswegen werde ich auch das zweite Buch dann auf Deutsch kaufen. Und ja, das waren halt eben die Bücher oder die Buchreihen, besser gesagt, bei denen mir nur noch ein Buch fehlt, um es zu beenden. Und jetzt geht es weiter mit den Buchreihen, bei denen mir noch zwei Bände fehlen. Und die halt eben auch nicht alle erschienen sind. Einmal die Witchlands-Reihe von Susan Dennett ist auch schon Ewigkeiten irgendwie auf dieser Liste, weil es Ewigkeiten dauert, bis da der letzte Teil mal erscheint. Das wird eine fünfteilige Reihe. Bisher sind halt eben vier Teile erschienen. Ich habe den vierten Teil noch nicht gelesen, eben weil ich erstmal noch so ein bisschen abwarten wollte. Und ja, seitdem hat sich noch nichts getan. Ich glaube, ich habe das jetzt in jedem einzelnen von diesen Reihen-Updates-Videos gesagt, weil das auch schon Ewigkeiten her ist, dass der vierte Teil erschienen ist. Oder ist der 2020? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das vielleicht jetzt endlich mal nächstes Jahr soweit sein wird. Dann Ich bin Gideon von Tamsin Muir. Das wird eine vierteilige Reihe und drei sind bisher raus. Die ersten beiden habe ich schon gelesen und der vierte Teil kommt hoffentlich dann irgendwann nächstes Jahr. Zumindest soll es wohl nächstes Jahr endlich soweit sein. Wurde auch so ein bisschen verschoben. Aber so ganz genau weiß man das Datum leider auch noch nicht. Dann die A Cold Off-Reihe von Sarah J. Maas. Da ist es ja so, ich zähle jetzt erstmal nur so das als Spin-Off, kann man ja sagen, ist das Ganze nochmal als Trilogie ausgelegt. Und da ist bisher der erste Teil erschienen von diesem Spin-Off. Und ja, Teil 2 und 3 folgen dann irgendwann noch, aber das wird halt eben auch noch eine Weile dauern. Weil ja, Sarah J. Maas halt erstmal Crescent City den dritten Teil geschrieben hat. Und ich persönlich rechne mal damit, dass wir den nächsten Teil von der Accord of Reihe frühestens Anfang 2025 bekommen. Das ist momentan so meine persönliche Einschätzung, weil sie eigentlich immer ein Jahr ungefähr zwischen den Büchern mindestens hatte in den letzten Jahren. Manchmal waren es auch zwei Jahre, aber ein Jahr war es immer mindestens und dementsprechend ja, rechne ich mal nicht damit, dass wir nächstes Jahr dann noch den nächsten Teil aus der Reihe bekommen. Ja, dann wo war ich jetzt? Genau, This Woven Kingdom von Tahereh Mafi. Das war eine Reihe, bei der ich immer dachte, das wäre oder das würde eine Trilogie werden. Dann wurde allerdings bekannt gegeben, dass das insgesamt vier Teile werden. Und dementsprechend fehlen mir jetzt dann doch wieder zwei Teile. Also ich habe dieses Jahr jetzt gerade den zweiten Teil gelesen. Also nicht jetzt gerade, sondern das war schon irgendwann Anfang des Jahres. Aber ich habe den zweiten Teil dieses Jahr gelesen und dachte eigentlich, okay, nächstes Jahr wird das dann endlich abgeschlossen. Woohoo! Und dann kam halt eben Tahereh Mafi um die Ecke und sagte, nee, da kommt noch ein vierter Teil raus. Und ja, dementsprechend erscheint jetzt nächstes Jahr erstmal der dritte Teil. Ich glaube auch wieder Februar. Ich glaube auch sogar wieder an meinem Geburtstag. Und ja, dann heißt das aber wieder ein Jahr warten, um dann die Reihe endlich abzuschließen. Weil das wahrscheinlich auch wieder ein Jahr dauern wird. Weil die bisher immer im Jahresrhythmus erschienen sind. Ja, dann The Atlas Six von Olivia Blake. Das ist eine Trilogie oder wird eine Trilogie. Der letzte Teil erscheint im Januar auf Englisch und ich hatte das jetzt gerade bei meinem Subranking schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass ich das dann eben so machen werde, dass ich den zweiten Teil auch dann demnächst lesen werde. Den habe ich auf Deutsch hier und den dritten Teil eben dann noch auf Englisch hinterher schiebe, weil der dritte Teil kommt dann im Juni, glaube ich, auf Deutsch raus und vielleicht will ich das einfach schon früher lesen. Mal schauen.
Dann Dark Rise von C.S. Paget. Das ist auch wieder eine Trilogie. Da ist der zweite Teil jetzt gerade im, ich glaube, November erschienen. Und den dritten Teil, der dritte Teil, der wird dann wahrscheinlich, also ich sag mal, frühestens irgendwann Ende nächsten Jahres erscheinen. Vielleicht sogar erst 2025, mal schauen. Ja, dementsprechend werde ich da erstmal noch ein bisschen abwarten, aber möchte ich auf jeden Fall noch weiterlesen. The Bone Spindle von, wer ist denn noch die Autorin? Leslie Vedder, genau. Die The Bone Spindle von Leslie Vedder. Auch wieder eine Trilogie. Da habe ich den ersten Teil bisher eben nur gelesen. Der zweite Teil ist auch schon erschienen und der dritte Teil kommt, ich glaube, auch im Februar. Ist das auch. Es kommen ganz viele Bücher an meinem Geburtstag am 6. Februar raus und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist The Bone Spindle sogar auch eines von den Büchern, das an meinem Geburtstag rauskommt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr bald der Fall und dann möchte ich diese Reihe auf jeden Fall auch endlich weiterlesen. Dann die Himmelsschwestern-Trilogie von Sophie Bichon. Das ist halt eben eine, ja, Romance-Reihe, beziehungsweise es geht auch so ein bisschen in so eine historische Richtung. Da ist es halt so, dass bisher ich nur den ersten Teil gelesen habe, auch wieder in der Trilogie. Der zweite Teil ist jetzt im Dezember gerade erst erschienen. Den habe ich aber noch nicht und den werde ich auch wahrscheinlich noch nicht so bald mir unbedingt zulegen, sondern erst irgendwann demnächst. Und ja, aber das möchte ich auf jeden Fall noch weiterlesen und der dritte Teil kommt irgendwann nächstes Jahr. Ich habe das gerade nicht ganz genau im Kopf, wann das sein soll. Dann die Ex-Hex von Erin Sterling ist, glaube ich, die Autorin. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist auch so eher so eine Companion-Novel-Reihe. Da ist der erste Teil bisher auf Deutsch erschienen, den habe ich halt eben gelesen. Der zweite Teil soll auf Deutsch, also im Englischen ist er schon raus, aber auf Deutsch soll er nächstes Jahr im März herauskommen. Und nächstes Jahr kommt dann tatsächlich, zumindest im Englischen ist das schon angekündigt, auch noch ein dritter Teil heraus. Das ist so eine Reihe, ja, die werde ich vielleicht irgendwann mal weiterlesen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich den zweiten Teil vielleicht nächstes Jahr irgendwann dann zu Halloween lese, weil das ja auch so eine Reihe rund um Hexen ist und sowas. Aber ja, momentan zieht es mich jetzt nicht so sehr dahin, aber ich habe grundsätzlich immer noch Interesse dran. Dann The Luminaries von Susan Dennard. Auch wieder eine Trilogie, bei der ich nur den ersten Teil gelesen habe. Der zweite Teil ist jetzt auch gerade vor kurzem erschienen. Habe ich aber noch nicht gelesen eben und der dritte Teil wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann rauskommen. Mal schauen. Dann A Little Thieves von Margaret Owen. Auch wieder eine Trilogie. Da ist bisher nur der erste Teil, nur den ersten Teil habe ich bisher gelesen, so. Und der zweite Teil ist schon erschienen und der dritte kommt aber wahrscheinlich erst 2025 heraus. Das ist zumindest das, was ich da irgendwie zuletzt drüber gehört habe. Also nicht mal nächstes Jahr irgendwie der Reihenabschluss. Aber das ist halt eben auch so eine Reihe, die so in die Companion-Novel-Richtung geht. Also der erste Teil war ganz gut in sich abgeschlossen. Deswegen ist es für mich auch momentan nicht so wichtig, da schon direkt weiterzulesen. Aber ich habe grundsätzlich Interesse daran, die weiteren Teile auch noch zu lesen. Dann Blackbird Academy von Stella Tuck. Auch wieder eine Trilogie. Der zweite Teil kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Ich habe das gerade nicht hundertprozentig im Kopf, wann das so sein soll. Und der dritte Teil kommt dann ja erst 2025 heraus. Dann Legendborn von Tracy Dion. Auch wieder eine Trilogie. Auch da habe ich den ersten Teil eben nur gelesen bisher. Der zweite Teil ist auch schon erschienen, also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und der dritte Teil ist angekündigt für nächstes Jahr. Mal schauen, wann das dann soweit sein wird. Ja, das waren die Buchreihen, bei denen mir noch zwei Bände fehlen. Hatte ich das übrigens gesagt, wie viele das sind? Das waren jetzt 13 Stück insgesamt, die ich halt eben noch nicht beenden kann. Jetzt folgen noch ein paar Buchreihen, bei denen mir noch drei Bände fehlen, um sie zu beenden. Das sind zwei Stück und die sind halt eben auch alle noch nicht erschienen. Das ist einmal die Fourth Wing-Reihe von Rebecca Yarros. Ja, das sollen ja fünf Bände werden. Ich habe die ersten beiden gelesen. Dementsprechend folgen noch drei. Wann das soweit sein wird und so, das wissen wir natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was in dieser Welt noch irgendwie rauskommt. Und dann noch die Breaking Waves-Reihe von Christina Munninger. Das wird eine vierteilige Reihe und ich habe bisher eben nur den ersten Teil gelesen. Der zweite Teil
ist auch schon bei mir eingezogen. Der ist ja im Oktober, glaube ich, herausgekommen. Und den möchte ich auf jeden Fall auch demnächst dann lesen. Und der dritte Teil kommt im März heraus und der vierte dann im Mai. Also ist es auch gar nicht mehr so lange hin, bis diese Reihe komplett erschienen ist. Und dann habe ich auf jeden Fall vor, die alle relativ zeitnah dann auch zu lesen. Und dann habe ich noch, lass mich gucken, 6 Buchreihen, bei denen die Anzahl der Bücher so ein bisschen unsicher ist. Wo ich so ein bisschen teilweise gemischte Sachen darüber gehört habe, also unterschiedliche Sachen meine ich irgendwie so, was die Endzahl von Büchern angeht oder wo das auch noch gar nicht so offen kommuniziert wurde, sag ich jetzt mal. Da habe ich zum einen Ninth House von Leigh Bardugo, da sind ja bisher 2 Bände erschienen, ich habe beide gelesen und es ist so ein bisschen unklar, wie viel da irgendwie noch folgen wird. Es könnten noch 10 Bücher folgen, es könnte aber nur noch ein Buch folgen. Man weiß es irgendwie nicht so ganz genau und Leigh Bardugo hat sich da auch noch nicht so hundertprozentig zu geäußert. Dann die Nevermore-Reihe von, ich weiß gerade den Autor oder die Autorin, ehrlich gesagt nicht. Da habe ich auch nur den ersten Teil von gelesen und habe dann erstmal das Ganze so pausiert, weil das so ein bisschen unklar war, wie viele Bände das insgesamt werden. Da habe ich auch Unterschiedliches gehört. Manche haben gesagt, irgendwie es werden 6 Bände. Da habe ich auch schon mal 9 Bände gehört und keine Ahnung, wie viele erscheinen soll. Every Heart a Doorway von Shana McGuire. Da habe ich die ersten 4 Bände, glaube ich, schon gelesen. 4 oder 5. Weiß ich gerade nicht ganz genau. Und da sind bisher, glaube ich, 9 raus. Und ich glaube, Band 10 kommt nächstes Jahr. Und ich glaube, es sollen 12 Bände werden. Aber wie gesagt, hundertprozentig sicher bin ich da nicht. Und dann die Sweethearts-Reihe von Claire Kenn. Da habe ich bisher nur den ersten Teil gelesen. Es gibt bisher auch nur einen Teil, der nächstes Jahr im Juli wahrscheinlich rauskommt. Aber ich habe nichts dazu gefunden, wie viele Teile es insgesamt werden sollen. A Song to Raise a Storm von Julia Dippel. Auch hier nur den ersten Teil gelesen, auch nur ein Teil bisher raus. Und auch hier habe ich noch nichts dazu gehört, ob das eine Dilogie werden soll oder eine Trilogie oder eine längere Reihe. Und zu guter Letzt auch Swordcatcher von Cassandra Clare. Auch hier gilt, es ist noch unklar. Irgendwie nur ein Teil raus. Es könnte eine Dilogie, Trilogie oder auch eine längere Reihe werden. Falls ihr irgendwie Näheres zu irgendeiner von diesen Reihen wisst, dann lasst es mich gerne wissen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mir natürlich dann auch irgendwie sehr weiterhelfen. Aber das waren erstmal alle meine angefangenen Buchreihen und mein Akku blinkt jetzt schon, deswegen muss ich dieses Video ganz, ganz schnell beenden. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr irgendwas Neues für euch mitnehmen konntet und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr eine von diesen Buchreihen auch schon gelesen habt und gerne, wie sie euch gefallen hat. Und bis dann. Tschüss!